So, und willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Oblivion. Ich habe gerade eben schon gedacht, ich hätte das Spiel kaputt gemacht. Ich habe irgendwie versucht, hier rauszufinden, warum sich das ständig aufhakt. Vielmehr ab und an, wenn wir reisen halt. Und ich muss sowieso nochmal schauen. Also ich habe das jetzt so wiederhergestellt mit Hilfe einer Kopie, die ich da von dem Spiel noch hatte. Aber ich glaube, die Einstellungen haben so ein bisschen was abgekriegt. Keine Ahnung, warum. Ich muss mal schauen, ob ich das alles wieder so hinkriege wie vorher. Und ich hoffe, wir können jetzt endlich reisen. Wir wollten, glaube ich, nach Leyavin, ne? Bitte funktioniere. Wenn nicht, werde ich zum Tiere. Aber es hakt sich sowieso auf. Ich weiß es schon. Ah, nein. Es hakt sich nicht auf. Ist ja schön. Hervorragend. Welch eine Freude. So, denn hier sollen wir ja noch das letzte Mitglied der dunklen Bruderschaft töten. Keine Ahnung, wo der ist, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir hier in der Nacht angekommen sind. Dann können wir ihn hoffentlich unbemerkt töten. Wo ist er hin? Er ist irgendwo reingegangen. Eben war er noch grün. Also der Questmarker. Okay, er ist nach draußen. Aha, es ist eine Sie. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Es ist Thelendriel. Gut, dass sie hier draußen ist. Das ist, ein schöner Zufall. So. Stört auch keinen. Habe ich Kopfgeld gekriegt jetzt? Nö, das ist ja toll. Die Reinigung. Die Reinigung ist jetzt vollendet. Jedes Mitglied der dunklen Bruderschaft in der Shadinai-Zuflucht wurde getötet. Ich muss mich jetzt wieder bei Lucien La Chance auf der Festung Faragut melden. Okay. So, sie hat wahrscheinlich auch noch einen Schlüssel, ne? Genau. So. Jetzt will ich hoffen, dass wir das Ganze hier hinbekommen, ohne das Spiel nochmal neu starten zu müssen. Oh, Nierenwurz. Sehr schön. Komm her. Du geliebte, seltene Pflanze. Und das geliebte rote Wasser. Und die ungeliebte Schlammkrabbe. Nee, aber ich bin froh, dass das Spiel jetzt überhaupt wieder läuft. Ich war schon echt im Panikmodus fast. Das ist bei mir immer so, sobald irgendwas nicht mehr funktioniert. Oh Gott, Panik, Panik. Was soll ich tun, was soll ich tun? Und das ist verblüffend. Ich habe nur im Mod-Manager so Mods deinstalliert, die ich nicht mehr, also die wir nicht nutzen. Und das hat ihm irgendwie echt überhaupt gar nicht gefallen. Wirklich so rein gar nicht. So, unser Zelt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt noch, denn... Huch. Okay, funktioniert. Huch, ich dachte schon. Ich habe nämlich jetzt nicht alles direkt ausprobiert, nachdem ich das alles ersetzt habe, aber es scheint zu funktionieren. So, machen wir 10 vor 9. Dann sollte die Schlafmütze vom Traveler Service ja wach sein. Wer bist du? Bleib doch mal stehen. So. Okay. Wir müssen erst zur Imperial City. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich halte mir schon die Augen zu, damit ich es gar nicht sehe, das Elend. Es funktioniert. Welch ein Glück.
Welch ein Glück. So, ich mache jetzt immer schön Quicksave. Guten Tag. Ein Freund von mir ist bei der Legion. Er erzählte, dass ein Altmeeredler ermordet worden ist. Oh, ein Altmeeredler? Travel. Wir müssen jetzt... Warte mal, wo müssen wir überhaupt hin? Nach Shadinhall, ne? Ja. Bitte funktioniere! Bitte funktioniere! Bitte funktioniere! Bitte funktioniere! Bitte funktioniere! Funktioniert. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass ich das alles ausgetauscht habe. Vielleicht war es ja für irgendwas gut. Mal weh ist es ja nicht. Nee, aber ich muss mal gucken. Also, ob ich da noch irgendwie ein bisschen was umstelle und ausprobiere. Aber man muss halt immer bei Oblivion aufpassen. Man muss das echt hüten wie einen Augapfel. Denn das geht so schnell kaputt, das Spiel. Ich bin sowieso froh und verwundert, dass das überhaupt noch so läuft. Weil ich ja da echt auch die Mods so übereinander und kreuz und quer ab und an mal installiert habe. Aber gut. Vermutlich hakt es sich deshalb auch ab und an auf. Ich selber schuld. So, die Festung war da oben irgendwo, ne? Ja. Hüpf, hüpf, hüpf. Da lang. Huch. Da hat er nachgeladen. So, da ist die Festung. Ich hoffe... Warte mal, wie... sind wir denn da rausgekommen das letzte Mal? Da war doch irgendeine Falltür, die direkt zu ihm geführt hat, ne? Zum Lucien. Ich weiß nur nicht mehr, wo die ist. Scheiß die Wand an, wo war die Falltür? Scheiße. Oh Mann. Nee, ich weiß es echt nicht mehr. Hier irgendwo abseits vielleicht so. Warte mal, ich guck mal. In der lokalen Karte. Ist das der normale Eingang? Shadinhall. Okay, eins davon müsste ja dann diese Falltür sein. Aha. Hab ich dich, du verborgene Falltür. So, Lucien. Ich spreche für die Mutter der Nacht. Das Ritual der Reinigung ist abgeschlossen. Gute Arbeit. Sithis wurde besänftigt und der Zeitpunkt ist gekommen, an dem ihr für eure standhafte Treue belohnt werdet. Die Schwarze Hand ist mit euren Fortschritten sehr zufrieden. Euch werden Geheimnisse offenbart werden, von deren Existenz nur wenige in der dunklen Bruderschaft wissen. Eure Zeit in der Zuflucht ist vorüber. Diese Aufträge liegen hinter euch. Ab jetzt dient ihr der Schwarzen Hand. Ihr werdet mir dienen. Von nun an werdet ihr im Dunkeln wandeln und als mein Ruhigsteller tätig sein. Ihr werdet nur Aufträge von mir annehmen. Euer neues Leben hat begonnen. Heil dir, Sithis, heil der Leere. Aber was muss ich jetzt tun? Es ist wirklich recht einfach. Ihr werdet nun keine direkten Befehle mehr erhalten. Stattdessen werdet ihr Übergabepunkte aufsuchen, die sich in ganz Cyrodiil befinden. Euren nächsten Auftrag findet ihr am Übergabepunkt am Heldenhügel südöstlich von hier. Eine Vertiefung im moosigen Gestein enthält alles, was ihr wissen müsst. Nachdem ihr diesen Ort verlasst, werden wir uns nicht mehr sprechen, es sei denn, ich halte es für erforderlich. Ach ja, noch etwas. Ich habe ein besonderes Geschenk für euch.
Dort draußen wartet ein großartiges Reittier auf euch, Schattenstute. Sie hat mir gut gedient. Nun übergebe ich sie euch als Zeichen meines Vertrauens und meiner Zuneigung. Geht jetzt. Möge sie Tiss euch auf diesem neuen Abschnitt eures finsteren Lebensweges leiten. Danke dir, Lucien. Geht nun, Kind von Setis. Tretet in den Schatten der Furcht und bringt Ruhm über unseren fürchterlichen Vater. Jo, das mache ich. So, raus. Und dann gucke ich mal, ob ich das Pferd hier irgendwo finde. La 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 la. Die Schattenstute. Ach, wie schön. So, steigen wir einmal rauf. Und dann steigen wir nochmal ab. So, dann müssen wir zum ersten Übergabepunkt. Der befindet sich dort. Oh Gott. Ewig weit weg. So, 9.43 Uhr. Habe ich das Zelt mitgenommen? Ich Idiot. Ich hoffe es. Ja, habe ich. Puh. Welch ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte es vergessen. Dann schlafen wir einmal schnell. Denn ich würde gerne am Tag weiterreisen. So, nicht wundern, die Hintergrundgeräusche kommen von den Katzen, die jetzt hier wieder gerade am Durchdrehen sind. Ach du Scheiße. Oh Gott. Unglaublich. So. Perfekt, Quicksave. Und dann ab zum Heldenhügel. Ich nehme mal gerade unseren Dietrichschen Bogen. Hui! Einmal heilen. Es ist noch was. Oh. Ist es noch weit? Ach. Komm schon! Yes! Erwischt. Ein Schrein? Da holen wir uns doch glatt mal den Segen. Sie haben Kraft aus der Quelle gewonnen. So, mal gucken, ob ich das Viech erwische. Jawohl, cool. Das war gut. Ein kurzer Blick auf die Karte. Okay, gleich sind wir da. Der Heldenhügel. So, und hier muss irgendwo der Auftrag sein. Ausgehöhlter Felsen. Befehlsübergabepunkt 1. Ich habe meinen ersten Übergabepunkt aufgesucht und meinen nächsten Auftrag erhalten. Affären eines Zauberers. Ich habe meine neuen Befehle von Lucien Lachance erhalten. Ich muss zur Leerfronthöhle einen Totenbeschwörer töten, der den Prozess begonnen hat, sich in ein Lich zu verwandeln. Dieser Totenbeschwörer, Seledain, hat seine Metamorphose noch nicht vollendet, ist aber immer noch immens mächtig, vielleicht zu mächtig, um ihn von Angesicht zu töten. Ich sollte die Höhle nach Seledains Schriften durchsuchen und Hinweise auf mögliche Schwächen finden. Ach krass. Er ist zu stark für uns, glaube ich nicht. Den kriegen wir auch so tot. Ja, jetzt müsste ich nur erstmal die Höhle finden. Wo ist denn der Questmarker? Questmarker? In diese Richtung? Ach du Scheiße. Ach Gott, wie sollen wir denn da hinkommen, ey? Da müssen wir ja... Warte mal, von Braville einfach hier quer rüber oder halt eben von Leyerwin der Straße folgen. Ich glaube, wir machen das von Leyerwin aus. Ach du Kacke.
Das ist ein gutes Stück entfernt. So, und gleich lesen wir uns auch mal... Warte mal, wir lesen die Befehle mal richtig. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ihr liest nun eure erste Übergabepunktnotiz hier auf dem Eldenhügel, was mir beweist, dass ihr zu Recht mit den Aufgaben betraut wurdet, die vor euch liegen. Reist nun zur Leerfondhöhle. Dort trefft ihr auf einen uralten Totenbeschwörer, der versucht, dem Tod zu entfliehen, indem er sich in einen Lich verwandelt. Dieser Totenbeschwörer, Seledin, hat seine Metamorphosen noch nicht abgeschlossen, ist jedoch immer noch ungeheuer mächtig, zu mächtig, bla bla bla. Wenn der Totenbeschwörer tot ist, reist in die Stadt Koroll zu eurem nächsten Übergabepunkt. Am Fluss der großen Eiche ist ein alter Sack in den Büschen versteckt. Ein alter Sack. Darin findet ihr euren Lohn für die Ermordung des Todbeschwörers sowie Informationen zu eurem nächsten Vertrag. Ich will den alten Sack nicht aufschlitzen. Keine Unschuldigen werden hier getötet. Oh Gott. Blödsinn. Hui! So. Ist natürlich jetzt blöd, dass wir keine Schnellreisefunktion haben. Dann dauert das Ganze jetzt nämlich noch einen Tacken länger. Ansonsten hätten wir einfach schön hier irgendwie da hinreisen können, aber nein. Aber nein, ich bin ja da so ein bisschen speziell, ne? Gut, dass wir so schnell sind mittlerweile. Ich glaube, hätten wir die schwere Rüstung an und alles andere, dann bräuchten wir länger. Ah. Quick Save. Alle 5 Meter. Enorm wichtig. Einmal hier rum. Kann der Nebel nicht mal verschwinden? Oh. Hallo, du Ratte. Hab ich dich. So, gleich sind wir bei den Stellen. Das war dieser Ritterorden hier, glaube ich, ne? Ja. Die Ritter des Dornenordens. Die Questreihe müssen wir auch noch bald machen. Quick Save! Was hast du hier vor? Talk to me, please. I need to travel. Warte mal. Imperial City und dann runter. Sieht. Nach Leyavin. So. Bitte nicht aufhaken, 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 bitte nicht aufhaken. Tut mir leid. So, Quicksave. Aber wahrscheinlich hakt er sich jetzt auf. So, Leyavin. Ja. Bitte nicht aufhaken, bitte nicht aufhaken, bitte nicht aufhaken, bitte nicht aufhaken. Bitte nicht aufhaken, bitte nicht aufhaken, bitte nicht aufhaken. Bitte nicht. Bitte nicht. Es war so klar. Es war einfach nur so klar. Ach, scheiß doch die Wand an, ey. Das gibt's nicht. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, und da bin ich wieder direkt schon in Leyavin, denn ich hatte jetzt nicht nochmal Lust zu reisen und zu riskieren, dass sich hier alles wieder verabschiedet. Wir müssen einmal quer hier rüber. Unterströmungshöhle. Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, wir gehen... Oh, toll. Ganz hervorragend. Wir gehen einmal hier entlang.
durchs blutrote Wasser. Was bist du da hinten? Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Geht uns nichts an. Ich kann nicht widerstehen. Ah. Amelion-Grab. Hm. Was wächst da? Hundsrute? Keine Ahnung, wozu das gut ist. Nehmen wir mal mit. Hm. Hm. Ja, nein, vielleicht. Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ja, nein. Ja, komm, wir gehen da rein. Kann nicht widerstehen. Das sind Legionssoldaten da oben wahrscheinlich. Naja. Soll er ruhig machen. Und sich da töten lassen. Amelion Tomb. Quick Save. Ach du Scheiße. Unterlitsch. So, der ist nicht beschworen. Glashandschuhe. Toll. Gut, können wir mitnehmen und verkloppen. Stab des Feuers. Können wir auch mitnehmen. Quick Save. Da kommt schon der nächste. Und da ist noch so ein blöder Lich. Der sich anhört wie ein Hund, wenn man ihn tötet. Oder vielmehr, wenn man ihn schlägt. Gib mir deinen Stab. Ist das eine Falle da drüben? So, das nehmen wir alles mit. Was ist das? Am Seil ziehen. Achso, dann öffnet sich wahrscheinlich hier irgendwie so ein Geheimgang. Noch mehr Zombies. Warte mal, ich guck erstmal hier. Wir gehen mal. Was? Josef Amelions Rüstung? Die scheint ja total toll zu sein. Die scheint ja echt richtig gut zu sein. So, jetzt komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr rüber, ne? Doch. Von da sind wir gekommen. Also gehen wir als erstes mal hier lang. Die sind ganz schön groß, ne? Oh. Ein verschlossener Sarg. Mit total tollen Sachen drin. Normal sind die doch nicht so groß hier, die Teile. Nein. Also ich habe mal gehört, dass es wohl irgendwie so ein Easter Egg gibt, dass es verschiedene Versionen von diesen Pflanzen gibt, auch in riesengroß. Vielleicht sind die das ja. Keine Ahnung. Stirb! Ihr seid infiziert mit Astraldämpfe. Na toll. Wollte ich schon immer mal haben. Das wollte ich schon immer haben. Nicht. So, aber wir haben doch, glaube ich, noch eine Menge. Zwei. Immerhin. Quick Save. Führt der wieder nach draußen hier, oder? Okay. Oh. Josef Amelions Schild. Aber die Rüstung ist doch kacke, die will doch keiner haben. Kein Wunder, dass der Typ tot ist.
Glasfeil, Gold, Diamantring, 49 Gold. Knochen, Knochen, Knochen. Totes Fleisch. So, hier geht es weiter. Sarkophagus Chamber, aha. Aha. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Oh. Hi. Skelett-Champion. Jawohl. Stirb. Dietrich. Oh, noch einer. Skelett-Held. Merkwürdig. Der eine ist der Champion, der andere der Held. So, wo sind die restlichen Teile von der Rüstung? Von der total guten? Ausverkauft. Die gibt's nicht mehr. Oh oh. Merkwürdige Geräusche. 46 Gold. Hier geht's ja immer noch weiter. Ach du Scheiße. Und da hinten ist wieder so ein blöder Lich, glaube ich, oder? Ja, ich glaube ja. Gleich haben wir ihn tot. Wenn sich der Penner ja nicht als heilen würde. So. Stirb! Das war's für ihn. Was? Schwere Rüstung reparieren. Cool. So, und da habe ich schon den Harnisch gesehen. Von der Superrüstung. Ein Schwert hat der Typ auch noch, mein Gott. Aber ich glaube, wir heben diese Rüstung auf, denn ich habe so das Gefühl, man braucht die noch für irgendwas. Für irgendeine Quest. Wo sind wir hier? Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Ich glaube, das ist der Anfang, ne? Oder? Ja. Okay. Ja, gut. Das ist jetzt ja echt nicht so der Bringer, ne? Obwohl die, glaube ich, für leichte Rüstung, obwohl bei dem Wert, die ist, glaube ich, nicht so doll. Keine Ahnung. Ich sehe gerade. Unsere hat 1 und das hat 6. Das Ding hat 3, also da ist unsere ja noch besser. Naja. Das gibt's doch nicht. Da hakt sich auch schon wieder auf. Mann, das ist doch ein Witz. na gut. Wir hätten jetzt eh Schluss gemacht. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier im Dunkelforst wieder. Also bis dann. Ciao.